Hallo alle Gur, ich weiß nicht, schaut, wie in eine Bank aus Holz baut. Vielleicht weiß nicht, ich mal, wer denn alles braucht. Ich habe schon ein Modell hergestellt, da könnt ihr euch besser vorstellen. Die braucht ein großes Stück Holz. Da braucht ihr zwei mit Klänger. Für B von der Bank, ich schon habe ich gerüst, werde ich hier noch an zwei sehen. An, hier der Tisch, dafür brauche ich einen Kontolat, der ein bisschen mehr klein ist, wie das Großbrett oben. Für ein bisschen Dimensionen zu suchen, hier mein Großbrett, das wird 44 cm. Wir haben einfach die Bank schon gemacht mit 30 cm. Innen. So ein Bein hat 30. Das ist aber alles ganz variabel. Die musst wirklich nicht genau die Maßen holen, die du hier sind. Das hängt von dem Holz auf, was ihr habt. Das Holz, was ich geholt habe, das ist Auffallmaterial. Wir konnten das letzte Jahr einen neuen Dach. Und das ist das, was ein Dachdecker zu viel hat, was du wohl weggehen. So, und da kommen wir bei dem Schaffgeschirr. Du hast also, aber ganz wichtig, dass er euch für dich in eine Wurzene sicher geht, den ich hilft, es selber zu machen. Weil da sind aber Maschinen dabei, die ihn als Kant nicht soll allein holen. Aber von etwas sehen trainiert aus der Mutter. Die braucht eine Bohrmaschine mit einem Bohrer drin. Die könnt dann noch dieselbe holen mit einem Schraubenzieherabsatz. Die braucht ein See. Für das es nicht schnell geht, habe ich einen Stichsee dabei. Auf die Bank zu streichen, braucht ihr Acrylfarben, Pinseln, Wasser, ein Fatz. Hier habe ich noch Schleifpapier für das Holz zu schleifen, dass kein Splittern drin sind. Eine Schraube braucht ihr. Und die Schrauben die sollen so lang sein, dass sie durch das Holz da durchgehen und noch die andere Seite dann an das andere Holz drankommen. Der Bohrer der soll auch nicht mehr dick sein wie die Schraufe, sonst hält die Schraufe nicht dran. Ja, und dann können wir eigentlich schon loslegen. Ich muss ja meine zwei Füße von der Bänkelchen noch sehen. Dafür lehne ich mir mein Brett hier hin. Und dann hol ich den Tisch, schaue den Tod, halte die Steuern zu. Du hast mein Bruder dann zwei gesehen und dort gesehen, da sind ziemlich viele Splitter drin. Da muss ich mein Schleifpapier holen, für die Stegraffen, für die Großsplitter hochkriegen. Voilà, perfekt, muss da doch nicht sein. Voilà. So, und dann können wir die Bank schon zusammensetzen. Dafür fängt man an mit der Face und mit der Konterlad. So, also so fangen wir an. Wir machen das Face, Konterlad und dann drehen wir es um und wir schrauben. Oben der Sitz drauf. Für dich, wenn ich eine Schraube an Holz dreht, soll ich vier bohren, weil sonst splittert Holz also nicht. Du musst mal gucken, dass das da der heißt das. Voilà. Und dann holen wir die Schraube. Wie sieht mein Mann? Noch fest könnt Futti. Das ist aber noch nicht Futti gefunden. Gott sei Dank. Ich mache einen zweiten Schrauf dran.
Hallo, die andere Seite, der Zahlwischt. Fittischt vier Buren. Rein. Voilà. So, wo wir überall zwei Schrauben. Hallo. Machen wir den Deckel oben drauf. Hallo, gucken wir, dass wir ob man die Denkschraube auch von oben an die Beine rausschrauben. Und dann ob man es nach eng an die Mitte. Am Ganzen haben wir dann Minimum 7 Schrauben, die wir verschafft haben. So, da muss man gucken. Verrutscht, muss man da drum rieb machen. Einmal mit. An die Lasche. Voilà, so sieht das dann aus. Ja, hallo, als Bank schon bereit, für gemalt zu gehen. Und du könnt eure Fantasie freie Lauf lassen. Ihr könnt sie an eurer Lieblingsfarbe streichen, ihr könnt Streifen, Punkte, Blumen drauf malen, was ihr wollt. Ich habe schon ein Mappet, der hat das letzte Jahr gebastelt. An meiner Klasse, am Präkurs. Dann drucken sie da auch, die Kanner hier, die haben sie auch an ihre Lieblingsfarbe nur gestracht. Und dann haben wir oben drauf den Namen drauf gesprayt. Wir hatten so Schablonen und dann hat der Kant Buchstaben von seinem Namen rausgesicht. Und so haben wir auch den Namen Römer kennen trainiert. Und da fragte ich bestimmt, wer das da Teil und wer das da ist. Der Teil war für den Bidon dran zu sitzen. Und, ja, als Jofferin, wir hatten noch etwas für ein Handy, das braucht ihr natürlich nicht. Ja, weil wir sitzen dann da draußen, für zu picknicken, für Geschichten zu erzählen, für zu spielen. Ja, ich habe da eine kleine Idee. Aber wie ich das hier präpariert habe, habe ich mir gedacht, dass es hier wirklich noch ganz viele andere Möglichkeiten gibt für die Bank. Zum Beispiel, wenn ich das ewige Stück ein bisschen verändert, da kann ich das heute rauskriegen. Dann habe ich und Face innen habe ich auch einen kleinen Dreieck rausgesehen. Und schon sieht das ganz aus wie ein Dier. Ein Bänkelchen als Dier. Am Anfang ist mir direkt angefallen, dass das Kinder Krokodil sind. Du hattest schon so Zähne vier gemalt. Und dann habe ich an meinem Keller aber noch ein Stück Wolf und wohl, das ist der Pelz. Aber wenn den so drauf lädt, dann ist das ja direkt schon eine Schauf. Oder? War das noch ein bisschen zu lang?
kann ich die Hände noch ein Stück raufschneiden. Voilà. Und ich habe mal gedacht, ich gebe einen schwarzen Schaf daraus. Man. Dann halt ihn. Die Acrylfarben. Uwe brauche ich ja nicht alles unzustreichen, weil da kommt der Pelz drauf. Voilà. Gott, ich weiß schon mehr, ich habe nur ein Grotstück Pelz. Voilà. Also die macht das bestimmt viel mehr schön daheim, die hat ja ein bisschen mehr Zeit. Voilà. Oh, ich meine, so kann ich sich schon etwas drin auf hier stellen. Ne? An den Pelz, den gebe ich einfach. Natürlich besser, wenn es schon gedrischen ist. Drucklehen, einmal den Hummer, an den Null festklappen. Holt du auch nicht mehr Nähe, die mehr kurz sind wie Holz, weil sonst guckt den. Guckt den Nullen raus und da könnt ihr ja schwer tun. So. Voilà. Und noch ein paar Tonnen. Aber wenn ihr kein Pelz habt, könnt ihr vom Dinosaurier bis. Ich weiß nicht, was ihr noch alles aufhält machen. Ja, ein paar Ohren, wie gesagt, davon du aus. Ja. Jetzt noch so ein Stück Leder oder Filz. Kann ich da schneiden. Wie gesagt, ich schaffe es aber aus. So. Auch und Hummeren. Den Pelz gebe ich auch noch mit zwei, drei anderen Nädelchen festmachen. Voilà. Am Schof, das ist noch nicht gerade fertig. Wie um gute Weh. Und du hast mal eine Idee kommt für die Einfachbänkelchen. Wenn dann noch ein Stück Holz rasch tut, kann doch du ein Kopfform von einem Dia raus. Schneiden. Ich wollte eigentlich einen Hus, aber ich fand gesagt, der ist aus wie ein Esel. Da kann ich ihn da doch noch da fest schrauben. Dann hast Bänkelchen auch in der Jahr. Ma, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Bauen. Los dich von den großen Weisen, wie das geht. Und für allem guckt, dass da ganz viele Ideen hat. Die muss nicht das wirklich nur machen, was ich gemacht habe. Mir könnt das bestimmt noch viel besser. Adi!